Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und zwar möchte ich mir mit euch heute einen neuen Dinosaurier angucken, der durch eine Mod hinzugefügt wird. Das ist tatsächlich ein Dinosaurier, den ich bis jetzt gar nicht kannte. Der heißt nämlich Guanlong Wukai. Habe ich noch nie gehört. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man den mal irgendwo in irgendeiner Doku oder so gesehen hat. Ist auf jeden Fall ein relativ kleiner Dino. Ihr seht schon, der Proceratosaurus wird durch den Guanlong Wukai ersetzt. Und ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, wie gesagt, in-game. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich lasse ihn einfach mal frei. Dann schauen wir mal. Auf den Bildern sieht er auf jeden Fall cool aus. Ein bisschen aus wie so ein kleiner Vogel. Aber die Qualität ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Müssen wir gleich mal ranzoomen. Sieht aber schon mal sehr interessant aus. Ich meine, ist natürlich auch sehr flink und beweglich. Ach, guck mal, hier sieht das auch nicht ganz so gut aus. Schade, die Mod ist nicht ganz... Also sieht von der Auflösung her nicht ganz so gut aus. Aber der Dinosaurier an sich gefällt mir sehr gut. Ich habe aber von dem noch nie was gehört. Der hat ganz komische Pfoten. Der sieht auch so ein bisschen so aus wie so ein Vogel, finde ich. Hat so einen richtigen Schnabel. Fast aus wie so ein Tukan-Schnabel, so ein bisschen. Und dann oben auch diesen Kamm da. Ich würde sagen, wir gucken uns den gleich nochmal an, wenn er hier... wenn er hier gleich rüberläuft. Wenn er hier aus dem hohen Gras verschwindet. Lassen wir nochmal einen zweiten frei mit einem anderen Skin. Alpin. Niedriges. Oh, ich habe hier schon wieder irgendwelche Dinos noch rumliegen. Oh, auch interessant. Der ist sogar so ein bisschen heller. Gefällt mir ein bisschen besser, der hellere Skin hier. Der sieht interessanter aus. Oh ja, der sieht auf jeden Fall viel cooler aus. Oh, nicht schlecht. Ich würde sagen, wir pausieren mal ganz kurz und schauen uns den mal einmal. Jetzt ist er leider gerade nicht in die Sonnenrichtung gedreht. Aber der hier ist in der Sonnenrichtung. Das ist gut. Schauen wir uns den mal eben an, den dunklen hier. Sehr interessanter Dinosaurier. Habe ich so echt noch nie gesehen. Aber die Auflösung ist echt nicht so gut, wenn ihr mal schaut. Das Auge sieht nicht ganz so gut aus und auch die Haut und sowas. Jetzt echt noch nicht so scharf. Also ich hoffe, die Mod wird nochmal ein bisschen überarbeitet, weil den Dinosaurier an sich finde ich echt interessant. Auf der Mod-Seite steht auch, wo man damals die Fossilien und so von dem gefunden hat. Das können wir uns nachher auch noch angucken. Sieht echt aus wie so ein kleiner, fieser Vogel. Fehlt nur noch so ein bisschen das Gefieder. Das wäre noch richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob der echt gefiedert war. Ich könnte es mir gut vorstellen. Sieht halt auch schon so ein bisschen Raptor- und Vogelähnlich aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den kennt, ob der früher gefiedert war. Ich könnte es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Finde den Dino an sich cool, allerdings ist halt wirklich die Auflösung nicht so nice. Also das ist echt schade. Oh, der Skin sieht aber nochmal richtig viel nicer aus. Die schönen Farben da, das blaue Auge. Oh, die Augen sind sogar anders. Die Farben da vorne am Kopf, die sehen sehr cool aus. Ich würde sagen, wir lassen mal die anderen Skins frei, da bin ich sehr gespannt drauf. Dschungelmuster kommt jetzt. Schauen wir uns das mal an. Auch sehr cool. Hier sehr schöne Farben. Dreh dich mal in die Sonne, dann pausieren wir auch mal bei dir. Also reicht eigentlich schon. So sehen wir das, denke ich mal. Ganz gut. So, jetzt können wir nämlich den Kopf einmal angucken. Hat auch ein blaues Auge und so richtig knalliges Grün oben an diesem Kamm oder was das ist. Und auch mehr so eine gelb-schwarzliche Farbe. Allerdings auch hier, also die Auflösung ist halt wirklich nicht so schön. Das ist echt schade. Ich hoffe wirklich, dass noch ein Update für die Mod rauskommt. Weil so würde ich den nicht installiert lassen bei mir. Ansonsten finde ich den echt cool, den Dino. So, Steppenmuster haben wir hier noch. Ein weiteres muss ich sogar gleich noch ausbrüten eben. Der ist auch sehr dunkel. Aber hier am Bein ist auch echt so eine kleine Macke drin, oder? So ein bisschen kaputt aus, muss ich sagen. So ein bisschen verkehrt sieht das schon aus. Der ist so ein bisschen bläulich, hat ein orangenes Auge. Auch sehr cool. Und dann haben wir noch einen weiteren. Wüste. Den letzten lassen wir auch gleich noch frei. Wüste. Okay, auch sehr dunkel. Mit einer Wüste hat das nicht viel zu tun. Er ist so lila von den Beinen her. Und hat auch so lila am Kopf. Auch nicht so ein spannender Skin. Also ich fand die beiden hellen Skins mit am besten, muss ich sagen. Diesen hier einmal, den finde ich sehr cool. Den weißen. Und hier diesen Dschungel war das, glaube ich. Die anderen finde ich nicht ganz so cool.
So, in der Zeit, wo der letzte ausbrütet, habe ich hier nochmal Futter platziert. Die sind nämlich alle hungrig und da kommen sie jetzt auch schon. Schauen wir uns die nochmal beim Fressen an hier. Produkt wird transportiert. Boah, die Animationen sind ganz in Ordnung. Das ist ja immer so ein kleines Problem, wenn man die Dinosaurier halt einfügt, neue. Dass halt viele Animationen so ein bisschen darunter leiden, weil das Model dadurch anders wird. Seht ihr auch ganz gut an den Händen hier. Das sieht auch noch sehr verbuggt aus. Leider, die sind so richtig abgeknickt. Sieht so richtig aus wie so kleine Hühnchenflügel. Aber an sich ist der schon echt cool, ne? Aber die Arme sehen noch auch sehr komisch aus. Die ganzen Armbewegungen und so. Damit kann ich mich nicht anfreunden. Aber der Skin hier ist hier wirklich sehr, sehr nice. Und der letzte müsste jetzt auch fertig sein. Den gucken wir uns nämlich jetzt mal eben an. Ja, perfektes Timing. Lassen wir den mal frei. Auch ein hellerer Skin. Okay, der hat so ein bisschen hellgrün hier, auch so ein helleres Auge und ist auch so ein bisschen beige, orange. Sieht aber auch cool aus. Der erinnert mich echt irgendwie so ein bisschen an den Toucan. Weiß nicht wieso. Weiß nicht, ob das euch auch so vorkommt, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich lasse jetzt nochmal ganz kurz einen Feind frei und dann schauen wir mal, wie er kämpft. Okay, hier geht's direkt los, Leute. Ein Guanlong gegen ein Troodon. Mal sehen, wer sich durchsetzt. Sind beide nicht modifiziert. Bin ich aber sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein cooler Kampf mit dem Rumgehüpfe. Kann auch noch nicht sehen, wer sich durchsetzt, ne? Hat der denn eine Blutanimation? Oh doch, da sind so Kratzer hinten drauf. Aber nicht so richtig Blut. Weil der Troodon müsste ihn eigentlich auch vergiften, ne? Oh, Kampf ist noch nicht vorbei. Das ist echt ein krasser Kampf hier. Nicht schlecht. Okay, die beiden trennen sich. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt er hier vergiftet ist. Können wir mal nachschauen. Ja, er ist tatsächlich vergiftet. Das ist natürlich doof gelaufen, ne? Also, Dauer wirst du es leider nicht mehr lange mitmachen. Er hat auch 33%. Also, die scheinen ziemlich ebenwürdige Gegner zu sein. Allerdings ist natürlich der Troodon alleine gegen insgesamt 6 Stück. Dadurch sollte er auf jeden Fall hier nicht große Chancen haben. Ich hoffe jetzt auch, dass der... Oh nein, er stirbt. Oh Leute, ich will mal nicht so sein. Bestätige Aufgabe. Wir kümmern uns um ihn. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt. So, kämpfen die jetzt hier weiter? Weil ich würde das eigentlich gerne noch sehen. Ich mache hier auch den Baum weg, wenn es soweit sein sollte. So Leute, jetzt geht's weiter. Oh, sogar der coole Skin kämpft. Das ist nice. Ich finde ja so ein Kampf zwischen so zwei kleinen Dinosauriern echt immer cool. Der hat echt einen langen Schwanz, ne? Schaut euch den Schwanz mal an von dem. Super interessant aus. Der ist mega lang. Und da bringt er ihn zu Boden. Und schon hat der Guanlong einen Troodon zur Strecke gebracht. Aber deshalb ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Schweif so lang ist. Krass. Nicht schlecht. Aber das war auf jeden Fall der Guanlong Wukai. Ich finde die Mod ganz cool von der Idee her. Allerdings ist die Qualität nicht ganz so gut. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz auf der Internetseite vorbei. Dann zeige ich ihn euch da nochmal eben. Und da sind wir auch schon auf der Internetseite von der Mod. Ich habe das Ganze natürlich für euch wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr die Mod mal selbst ausprobieren wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, das Ganze runterladen und selbst ausprobieren. Die Mod heißt übrigens JFD Guanlong Wukai. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wofür das Wukai hier steht. Also das JFD, das werde ich euch gleich noch erklären. Aber das Wukai habe ich jetzt auf Wikipedia so nicht gesehen. Da habe ich nur Guanlong gefunden. Könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür das Wukai steht. Ob das nochmal irgendwie eine Unterart ist oder irgendwie eine besondere Bedeutung hat. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich werde es mir dann durchlesen. Das JFD steht übrigens für Jacked Fang Designs. Das ist wohl von dem Ersteller sein... Ja, so nennt er sich wahrscheinlich, oder sein Design, weiß ich nicht, nennt er wahrscheinlich so. Das ist der Paleo-Dude 123. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, du überarbeitest die Mod nochmal so ein bisschen, dass sie nochmal von der Qualität ein bisschen besser wird. Genau, hier sieht man nochmal ein wunderschönes Bild. Das können wir uns auch gleich nochmal groß angucken. Hier findet man nochmal einen ganz kurzen Text. Hier ist auch die Formation, wo man den finden konnte damals, oder wo der gefunden wurde. In der Konglomerate Dashanpu-Formation. Vielleicht gibt es ein paar Dinosaurier-Freaks, denen das was sagt. Müsste irgendwo im asiatischen Raum sein, wenn ich das
in dem Wikipedia-Artikel richtig interpretiert habe. Ja, hier könnt ihr das Ganze runterladen. Eine Erklärung, wie ihr das installiert, steht da auch bei. Also das ist relativ simpel. Und dann gucken wir uns nochmal zu guter Letzt hier die Screenshots an. Der sieht echt gut aus, der Screenshot, ne? Da sieht er auch echt ein bisschen hochauflösender aus. Drauf aus, finde ich. Hm. Kann es sein, dass ich es mir einbilde. Sieht aber irgendwie ein bisschen besser aus. Ja, das sind jetzt Ingame-Screenshots. Das ist jetzt für uns nicht ganz so spannend. Das haben wir ja gerade schon alles in live gesehen, würde ich jetzt sagen. Ja, das soll es gewesen sein. Also, das ist die JFD Guanlong Wukai Mod. Ist eine coole Mod von der Idee her, aber die Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt. Ich hoffe, die kriegt nochmal ein schönes Update, dass die, der ganze Dinosaurier nochmal so ein bisschen schöner wird von dem Körperbau, von den Animationen und natürlich von der Auflösung. Das wäre mega gut. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Samstag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.